Ein Hallo an euch alle da draußen und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von GTA Liberty City Stories. Ja, beim letzten Mal haben wir unser letztes RC Toys Rennen bestritten. Auf dem Francis International Airport stand der Toys Van. Und ich sag euch Leute, das war gar nicht so einfach, denn da gab es immer so komische Rampen. Und die haben dazu geführt, dass das Auto einfach irgendwie immer gelandet ist. Und das war ein bisschen blöd, weil die Gegner mich immer überholt haben und es deswegen so viele Fails gab. Aber gut. In der heutigen Folge machen wir weiter bei Donald Love, wie ich schon angekündigt hatte. Wir sind hier beim Flophouse. Und bevor ich es wieder vergesse, ich wollte das schon so lange machen. Es wurde sich in den Kommentaren mal gewünscht, dass ich mal meinen Prozentstand zeige. Ne, dass ich das nicht vergesse. Wir haben gerade 69%. Das mag für den einen oder anderen jetzt vielleicht ein bisschen wenig erscheinen. Aber man muss halt auch noch bedenken, dass wir auch noch keine Päckchen und dann auch noch keine Monster-Stunts gesammelt haben. Ne? Oder gemacht haben, besser gesagt. Ne? Also das kommt alles noch dazu. Ich denke mal, wenn wir das hinter uns haben, haben wir so gut so um die 85-90% und dann, ja. Aber jetzt mal die erste Mission in dieser Folge beim Flophouse. Presse-Pressing. Tony, at last! A reporter witnessed us killing Avery. He has photos. Oh God, I'm finished! Calm down, will you? Where is this reporter? Oh, Tony, you're wonderful! Apparently he's working on an undercover job at the church on Staunton Island. Get the photos and bury him! Begib dich zur Kirche auf Staunton Island. Kirche? Staunton Island? Reporter? Ist das vielleicht Ned Burner? Kann das sein? Dass wir jetzt Ned Burner erledigen müssen, der Fotos hat von Avery? Also natürlich, dann ist Donald Love auf jeden Fall erledigt. Dann ist sein Ruf komplett zerstört und er wird von der Polizei gejagt bis zum geht nicht mehr, weil er Avery Carrington erledigt hat. Aber eigentlich waren wir ja derjenige. Aber gut, dass er dafür als Schuldiger betrachtet wird. Naja, er hat uns dazu angestiftet. Er meinte so, du kriegst 10%, wenn du ihn tötest und ihm die Pläne abluckst. Und da haben wir natürlich nicht Nein gesagt und deswegen haben wir das gemacht. Also ist eigentlich alles Donalds Schuld. Wir sind nur die Marionette, die die Aufträge ausführt. Aber schön Infernus, oder? So, in der gelben Farbe finde ich den eigentlich mit am schönsten, muss ich sagen. Da kommt er so richtig zur Geltung. Wir müssen jetzt hier runter. Ich würde sagen, wir machen einfach hier Rambo! Bitte geh nicht kaputt, bitte geh nicht kaputt, bitte geh nicht kaputt. Danke. Ja, was? Ja, schon mal was von beiseite gehen gehört? Wenn hier ein Infernus auf dem Belleville Park, im Belleville Park herumfährt, das ist nichts Außergewöhnliches, meine Dame. Das ist nichts Außergewöhnliches. Das kommt tagtäglich vor. Naja. Gut, aber wir sind auf jeden Fall bei der Kirche. Das muss doch Ned Burner sein. Welcher Reporter ist sonst hier bei der Kirche immer? Das kann doch eigentlich... Oder ist ein Name gefallen? Ne, es heißt nur ein Reporter. Das heißt, es kann jeder x-beliebige sein. Ich denke, das ist Ned Burner. Ich stelle mir mal mein Auto hier hin, damit das nicht despawnt, falls wir das gleich brauchen. Ich lasse auch die Tür offen, damit das noch schneller geht. Aber gut, wir sind beim Friedhof. Gucken wir mal, was jetzt hier los ist. You got some photos of me. Where are they? I don't know what you're talking about. Verprügle den Reporter oder erzwinge mit vorgehaltener Waffe die Fotos von ihm. Ich habe eine M60 und ich bin gewillt, sie einzusetzen. Where are the goddamn photos? Don't hurt me. Where are they? Please, no. Come on, you little pussy, give them up. Okay, okay, I'll get you the photos. I stashed the film in my locker. Fahr zum Versteck des Reporters. Kommt er mit? Ja, du kommst immer schön mit, sonst schieße ich auf dich mit dieser dicken Wumme, die fast so groß ist wie du. Guck mal. Das Verhältnis. Dein Kopf würde da 10-mal in diese Waffe reinpassen. Und hier ist der Friedhof übrigens. Da waren wir noch gar nicht. Hier hält sich Donald Love immer ganz gerne auf, dieser kleine Friedhofsfetischist. Aber darum soll es jetzt nicht gehen. Wir müssen jetzt zum Versteck und die Fotos beschaffen. Sonst rutscht Donald Love noch tiefer, als er jetzt eigentlich eh schon ist. Wenn das überhaupt noch möglich ist. Naja. Wenn das nicht mal jetzt eine Falle ist, das kann doch jetzt eigentlich... Ich weiß nicht, ob der... Ich meine, er hatte Angst, ne? Aber vielleicht ist das doch nur eine Falle. Wer weiß. Hier, beim Liberty Tree Gebäude. Okay, auf dem Parkplatz. Okay.
Hier haben wir in GTA 3 auch mal so eine Mission gemacht mit so einem irren Psychopathen, die Sprenggürtel umgeschnallt hatten und uns erledigen wollten. Eieiei, das waren noch Zeiten, aber gut, wir sind beim Versteck. Here they are, take them. I didn't get them processed yet. You piece of shit. Beseitige Ned Burner! Also war es wirklich Ned Burner? Wir wussten ja bis heute noch nicht, wie er aussieht. Oder? Also ich wusste jedenfalls nicht. Wenn er gezeigt wurde, habe ich vergessen, wie er aussieht. Jetzt gibt's hier eine schöne Fagio-Verfolgungsjagd mit Ned Burner. Der hat doch bestimmt die Fotos immer noch bei sich. Ned Burner, du bist zu weit gegangen. Du hast uns damals schon hintergangen. Und uns verarscht hier von wegen, ich bin hier Priester, dies, das. Ja, jetzt hast du... Was war das denn? Habt ihr gesehen, wie die beiden synchron aufgestanden sind? Das war echt Hollywood-reif, muss ich sagen. Über den Belleville Park, okay. Ned Burner, denkst du wirklich, du hast bessere Fagio-Künste als ich? Okay, du denkst jetzt hier mit Abkürzungen und so, wirst du zum Erfolg kommen. Aber das werde ich dir mal gleich schnell austreiben. Du Ned Burner, jetzt bist du völlig... Boom, das war's. Mission erfüllt, $2000. Und wie sich das so gehört, nimmt man das Fahrzeug des Opfers an sich und fährt damit einfach davon. Ist einfach so eine Regel, die ich mir selbst auferlegt habe. Und wir haben keinen Donald Love. Doch, haben wir noch. Aber ich fahre doch jetzt nicht mit dem Fagio nach Chausal Vale rüber. Ich bin doch nicht bescheuert. Ich würde sagen, wir brauchen mal ein schnelleres Auto. Oder nehmen wir doch erstmal den Fagio. Was soll's? Nehmen wir erstmal den Fagio und dann sehen wir weiter. Wir müssen jetzt da hinten rechts. Genau, rechts und dann nochmal rechts und dann sind wir wieder auf der Brücke und dann sind wir wieder auf Shoreside Vale und dann, ja. Trotzdem wäre mir ein schnelleres Auto lieber. Ja, das ist doch schon eher mein Geschmack. Hallo? Entschuldigen Sie bitte? Das ist mein Auto! Mach nicht meinen Infernus kaputt! Was ist mit dir los? Warum fährt die so amok oder der oder die? Habe ich irgendwas Boah, geil, Alter. Nee, den will ich. Ich will dich. Du hast eine schöne Farbe. Hier, kannst du den weißen haben. Schenke ich dir. Ist ein bisschen angekratzt, aber das ist nicht meine Schuld. War wirklich nicht meine Schuld. Was soll ich da machen? Was soll ich da machen, wenn da so ein komischer Patriot-Fahrer kommt und den einfach kaputt rammt? So, jetzt aber. Da ist doch schon wieder die Brücke. Und sie bimmelt gerade. Bimmelt sie nach oben oder nach unten? Ich wünschte, das könnte man am Klang des Bimmels erkennen, aber das kann man leider nicht. Das wäre cool. Ah, nein, jetzt ist vorne schon wieder alles zerdellt. Sie ist gerade oben. Das ist ja wohl wirklich toll. Jetzt muss ich meine Wut irgendwie rauslassen. Na? Kriegst du es mit der Angst zu tun? Na? Oh. Na? Wird das noch was? Na? Na, dam, 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 dam. Und tschüss. Gute Nacht. Ich hoffe, du kannst schwimmen. Tony kann es nämlich nicht. So, ready, go! Warum sehe ich da kein D auf der Karte? Achso, weil das S das genau überdeckt, oder was? Oh, wow. Kann es sein, dass dieses Bild, dass dieses Musical-Plakat so eine Anspielung ist auf, keine Ahnung, Harry Potter oder so? Das kommt mir bekannt vor. Sieht aus wie die Schriftart bei der Karte des Rumtreibers. Muss ich jetzt ehrlich mal sagen. Also, das ist mir die ganze Zeit schon aufgefallen, aber ich wollte das einfach nicht so sagen, weil ich mir nicht sicher war. Aber irgendwie kommt mir das echt so vor. Also erinnert mich persönlich jedenfalls daran. Kann natürlich auch wieder was ganz anderes sein. Aber, ja. Hier sind wir wieder. Donald Love, wir sind zurück. Und wir haben die Filme. Das muss ihn doch jetzt eigentlich erfreuen. Aber wahrscheinlich gibt es wieder irgendeine andere Sache, die jetzt ansteht. Aber gut, wir gehen jetzt erstmal zur Mission. Zum Flophouse. Auferstehung bis zum Abwinken. I'm back! Back from the dead, Tony! Risen in you like a phoenix from the ashes. Like Lazarus. Yes! Lazarus Love!
Ah, I'm gonna be rich again! Pan Lantic are gonna pay me a fortune to see the deal through. We did it, Tony! Whatever. It's time for a little soiree with a very exclusive guest list. Come on. We're gonna need some transportation, Tony. We don't have much time. Ja, das war ja wirklich klasse. Man konnte zwar eigentlich verstehen, was sie gesagt haben, so, aber man muss es einfach nochmal hier, um es nochmal in kompletten Text zu haben. Ja, er ist auferstanden. Er wird wieder reich, bliblablub. Ja. So, die Gäste. Wir müssen Gäste abholen. Wir haben nicht viel Zeit. Warum haben wir nicht viel Zeit? Warum haben wir denn nicht viel Zeit? Ich meine, ich hoffe, das Auto ist angenehm. Tony, I've been dying for this party. Die Airport Security wird Avery Carringtons Hangar um 22 Uhr absperren. Just like my guests. Suche eine Leiche. Okay, eine Leiche. Okay, das ist wieder so ein Todesfest für ihn. Was er ja gerne macht. Wie gesagt, er ist ein kleiner Friedhofsfetischist. Er liebt sowas. Wo müssen wir jetzt hin? Ja, das sind wir total falsch. Aber wir können jetzt... Ja, holen wir erstmal die eine Leiche da. Ist ja zum Glück doch nicht so falsch. Eigentlich wollte ich die auf Shawshank Vale zuerst holen. Aber gut, dann haben wir jetzt erstmal die. Und der Wagen ist optimal dafür. Ohne Scheiß, der ist so schnell. Aber wenn man... Um 22 Uhr, das heißt, wir haben noch... Ja. 8 Minuten Zeit. Nicht mal mehr, bisschen weniger. Okay. Jetzt müssen wir hier runter. Das klappte schon einmal gut. Und es klappt auch nochmal gut. Zum Glück ist das Wasser da nicht allzu tief. Sonst hätten wir jetzt ein Problem. Gut. So. Dann müssen wir da gleich auch die erste Leiche sehen. Liegt die da einfach rum oder wo ist die Leiche? Da. La 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 la. Okay, steigen wir einfach ein. Donald! Hau ab, du blöde Faccio-Roller! Hopp, hopp! Donald Love, steig ein. Steig ein, Donald Love. Ned Burner, Ace Report. Ah, das ist... Das ist Ned Burner jetzt hier. Cover my wonderful party. I wouldn't invite just anyone to my little bash, you know? Invitations are to die for! Ja, lustig, ey. Du hast echt einen tollen Humor und tolle Hobbys, muss ich sagen. Tolle Partys veranstaltest du da. Okay. Ah, ein bisschen Schlangenlinien fahren, aber die Polizei ja nicht. Ah, nehmen wir mal den Stern hier mit. Dann hauen nämlich die ganzen Polizeiautos ab. Hoffentlich. Kann natürlich sein, dass es trotzdem jetzt, dass es jetzt trotzdem die Polizeiwagen anrücken, weil das halt eine Mission ist. Aber normalerweise müssten die jetzt nachlassen. Bitte, Brücke. Ich will nicht so lange warten hier. Und wir haben so ein langsames Auto. Das heißt, wenn die jetzt bimmelt, haben wir ein Problem. Ich ziehe jetzt durch. Ist mir egal, was die Brücke jetzt macht. Vielleicht ist die Brücke ja jetzt auch die ganze Zeit unten wegen der Mission. Das kann natürlich gut sein. Auf jeden Fall haben wir es rüber geschafft. Und wir haben Ned Burner im Leichenwagen. Ned Burner. Finde ich ehrlich gesagt nicht so tragisch, dass er jetzt tot ist, weil, ja, er hat uns hintergangen und das geschieht ihm recht. Der Hangar wird um 22 Uhr abgesperrt. Und wo bringt er die jetzt hin? Ist hier ein spezieller Ort oder was? Für die Leichen? Aber die werden einfach ins Flugzeug transportiert oder was? Und dann werden die irgendwo weggefahren und dann weiß keiner mehr, was mit denen war. Auf jeden Fall müssen wir uns gleich ein bisschen beeilen. Ein bisschen ist gut. Wir müssen zumindest nicht mehr auf Staten Island rüber. So, hier müssen wir hin. Be sure to get Avery's gamey old remains here before security discovers us. His autopsy is scheduled any time now. Okay. Gut, dass hier ein Motorrad liegt. Hol Averys Leiche, okay. Jetzt, erweisen wir Avery Carrington der Vice City Legende die letzte Ehre. Was heißt hier letzte Ehre?
Wir schänden eigentlich nur seine Leiche. Und verhindern, dass die halt ins Labor gebracht wird. Aua! Ja, so kann man das auch machen. Okay, ich wollte mir gerade Gedanken darüber machen, wie ich das machen muss. Aber gut, das hat sich geklärt. Ja, wenn die natürlich jetzt analysiert wird, die Leiche und so weiter und so fort, dann wird natürlich rauskommen, dass das ein Mord war und nicht irgendwie so ein Herzinfarkt oder so. Und dann hat er ein Problem. So, wo müssen wir hin? Hier vorne direkt oder was? Es wäre cool, wenn das jetzt hier wäre. Ah, gut. Zum Glück nicht im Wichita Gardens Teil. Das wäre echt blöd, wenn wir da jetzt nochmal ganz runter müssten. Okay, da müssen wir jetzt auch gleich da sein. Beim Polizeirevier also. Ne, beim Krankenhaus. Ja, das macht natürlich Sinn. Das macht Sinn, dass das hier ist. Und seine Leiche ist schon da im Krankenwagen. Okay. La 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 la. Ihr bemerkt ja nichts. Dass der hier auch einfach so rumsteht. Es ist. Raus da! Okay, und tschüss. Bring Averys Leiche zum Treffpunkt. Ne, zum Flughafen. Ja, ist ja egal. Ist ja auch ein Treffpunkt. Der Treffpunkt ist beim Flughafen. Okay, die Leiche ist hinten drin. Wir haben nur einen Stern. Diesmal scheint das die nicht so zu kümmern, dass wir da die Leiche einfach mitnehmen. Ich meine, das ist ja schon gar nicht so unwichtig, dass man da halt... Ja, das aufklärt und so. Und das ist jetzt... Na gut, ein Stern. Also ist den Matt Burner wichtiger als Avery Carrigan. Also wenn ich die Polizei wäre, ich hätte jetzt 6 Sterne den aufgedrückt. Um denjenigen zu fassen, der es gewagt hat, Avery Carrigan zu töten. Kann man ihn eigentlich noch sehen hier? Avery? Nee, er ist in einem Sack eingetütet. Schade. Ich hätte ihn gerne noch ein letztes Mal gesehen, bevor ich ihn... Ja. Donald Love übergebe. Wer weiß, was er mit seiner Leiche anstellt. Das will ich mir gar nicht... Nein, will ich mir gar nicht vorstellen. Mission erfüllt, $2000. Und was macht Donald Love jetzt da drin? Er hat sich die Hände gerieben. Ey, das ist so ein perverses Schwein. Der Typ ist einfach nur krank. Donald! Donald, was machst du da drin? Kann man da irgendwie reingucken? Nee, kann man leider nicht. Gut, er treibt da so seine Spielchen. Wir werden angerufen. Ich würde sagen, wir gehen mal ran. Tony, Donald hier. If the Panlantic deal is to come to fruition, we're going to need to, how can I put this delicately? Clear a small section of land in Fort Stark. Yeah, when you say we, you mean me, right? No, Tony, you see right through me. Go and see 8-Ball. I'm sure he can provide us with the necessary hardware. Ah, jetzt haben wir 8-Ball auf der Karte. Da müssen wir auf jeden Fall irgendwann mal hinfahren. Aber das werden wir nicht mehr in der heutigen Folge machen. Sondern irgendwann anders. Leute, ich würde sagen, das war's mit dieser Folge für heute. Wenn es euch gefallen haben sollte, dann würde es mich wie immer freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei sein würdet. Und bis dahin sage ich mal ciao. Bis zum nächsten Mal. Bang.